Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Division. Ja, wieder mit am Start ist der Crazy Freak und der Rivano. Und zwar ist das Ganze jetzt hier leider eine Nachvertonung, denn, wie ihr sicherlich hört, alles ist da, aber leider unsere Stimmen nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich vertone das nach. Ich habe zwar von Crazy Freak die Tonspur geschickt bekommen, aber er hatte auch einen Fehler drin und deswegen hat sich alles hallig angehört. Wenn ihr bei Crazy Freak, also auf Gamerscheck GP schaut, da seht ihr das. Das müsste Part 2 sein oder Part 3 sogar. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Vielen Dank für all die Leben, die Sie gerettet haben. Kommen Sie doch mal wieder vorbei. Wir haben hier was für Sie. Ne, Part 3 war das. So rum. Und da hört ihr das, wie hallend das klingt und ja. Deswegen konnte ich diese Tonaufnahme oder wollte ich diese Tonaufnahme nicht haben. Und ja, deswegen ab nächsten Part wird wieder alles anders. Aber ich kann jetzt wenigstens die Zeit mal dazu nutzen, ein kleines bisschen über das Spiel zu reden, über Gamerscheck IP zu reden und sonst irgendwas. Sieht das vielleicht sogar als kleinen... Ja, hier entdecken wir gerade Odin. Der ist dort als Freund angezeigt. Das ist, finde ich, sehr lustig bei dem Spiel. Wenn ihr dann auf die Karte wechselt, könnt ihr die Freunde in der Freundeliste, die das Spiel auch haben und im selben Gebiet sind wie ihr, die werden dann eben auf der Karte markiert. Das fand ich sehr cool. Okay, wir machen jetzt die Mission Officer Hazen im Safehouse Fortschritt erstatten. Achso, wir haben jetzt die ganzen Nebenmissionen und so geschafft, genau. Und wenn das ein Witz sein soll, ist das nicht lustig. Werden jetzt sozusagen... Ja, unser Fortschritt erstatten, meine Fresse. Ja, okay, also The Division, wie ihr schon gehört habt, Crazy Freak ist am Start. Ja, ist wieder mal ein Let's Play mit dem lieben Crazy Freak. Und macht wieder sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und mal schauen, was noch so sich draus entwickelt aus der ganzen Sache. Wer es nicht weiß, wir hatten ja so ein paar Problemchen die letzten Jahre gehabt. Wir haben ja zusammen angefangen mit YouTube. Und, also was heißt, ich habe mit ihm angefangen, also er hat schon ein Jahr länger gemacht als ich, aber wir haben zusammen angefangen und da gab es dann so ein bisschen Probleme zwischen uns dann nach einem Jahr Zusammenarbeit. Und das hat sich jetzt aber wieder alles gelegt. Wir haben uns ausgesprochen, was es ist, das möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Oh ja, also Division auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Macht echt Spaß, grafisch auch super. Und hier oben habe ich jetzt jemanden gesehen, der sich versteckt hat am Fenster einfach so. Wir finden es einfach nur episch, das Spiel. Das ganze Gemecker von den ganzen Leuten kann ich nicht so ganz verstehen. Klar sieht es grafisch jetzt nicht so aus wie in den Trailern, aber der Spielspaß ist trotzdem da. Und... Ja, auf jeden Fall gehen wir dann hier auch gleich in eine Mission, in eine große Mission. Und ja, da werden wir ganz schön Scheiß erleben, aber das kommt ja später erst. Ja, und Rivano natürlich auch mit am Start. Der Lieblings-Rivano. Und ja. Was ja auch cool war, war das Voting. Ja, ich habe ja ein Voting gemacht für euch. Mit dem... Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Ja, auf jeden Fall habe ich ja ein Voting gemacht für euch, ein Singleplayer-LP, aber das Ganze im Livestream. Und das Voting ist jetzt ja zu Ende gewesen vor ein paar Tagen. Am Montag geht's los. Montag, den 14. 21 Uhr geht dieser angesprochene Livestream los. Das Let's Play. Es wird ein Singleplayer-Let's Play. Und zwar habt ihr gewotet Lost Planet 3. Ich freue mich schon drauf, muss ich ehrlich sagen. Also wir hatten wirklich, es war wirklich crazy, muss ich sagen. Echt? Also von den ganzen Stimmen, die auf der Website abgegeben wurde. Ich hoffe, ihr erscheint auch so reichlich, wie ihr da Stimmen abgegeben habt. Ne? Also... was mich gewundert hat, dass Call of Duty ganz wenig gewotet wurde. Weil Call of Duty ist ja Call of Duty, ne? Aber es wurde sehr, sehr wenig gewotet. Ihr wollt es wohl nicht von mir sehen. Aber das ist okay, das ist völlig okay.
Die drei Spiele, auf die habe ich Bock. Und Lost Planet 3 wird ein längeres Projekt und werden wir viele Livestream-Sessions zusammen machen. Und wird bestimmt cool. Ich hoffe, wie gesagt, es erscheint reichlich. Und ja, habe ich jetzt geguckt, ob wir neue Sachen haben. Und ich habe eine riesen Auswahl. Jetzt gucken wir mal gerade, ob wir ein bisschen was kaufen können. Ich glaube sogar. Ach, jetzt verkaufe ich gerade, genau. Ich verkaufe die ganzen Sachen und jetzt. Muss ja ein bisschen Geld loswerden hier, ne? Ja, ein bisschen Geld bekommen, so rum. Und ja. Greenwell Division, mega geiles Spiel. Täglich kommt das bei uns. Um 15 Uhr, glaube ich, geht es los. Jeden Tag. Wundervoll, macht echt Spaß. Und es wird immer die Gruppierung bleiben, aber ich kann schon sagen, nächste Woche Dienstag, den 15. wird es einen Livestream geben, und zwar von Division, aber mit einer anderen Figur. Das hat nichts mit dem Let's Play zu tun. Das wird einfach nur ein Livestream, wie ich mit Odin und Seiles und so ein bisschen zock. Weil die haben keine Zeit, ein richtiges Let's Play draus zu machen, also zumindest Seiles nicht. Und deswegen, machen wir da einfach bloß einen unabhängigen Livestream davon. Und ich hoffe, ihr erscheint auch reichlich. Muss ich apropos noch planen. Fällt mir gerade ein. Ja. Bin ich gerade am Schauen, was denn Präzision und bla bla, was da halt besser ist. Weil ich hatte ja in den letzten Parts die Schrotflinte benutzt und die war ganz cool. Hat mich gewundert, dass mir Schrotflinte. Ja, ich hab sie jetzt gekauft, genau. Falls Sie noch was brauchen, lassen Sie es mich wissen. Agent, wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten, das wir als Verteilzentrum nutzen. Es wird von Plünderern angegriffen, die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen. Sie müssen dorthin, die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien. Ja, und. Ja, man muss halt immer erst die Waffe wechseln, kann man die wieder verkaufen. Mit denen mache ich gerne Geschäfte. Kann man eine bessere Schrotflinte. Ja, ich war perplex, dass die Schrotflinte so cool ist. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Ja, jetzt rüsten sich natürlich alle aus. Und wir müssen halt immer nacheinander an die Kisten rangehen. Crazy hat, entweder war es in den nächsten Parts oder sogar in den vorigen Parts sogar rausgefunden, wenn er gleichzeitig mit uns die Kisten öffnet, dann kriegt er kein Loot. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's jetzt ab in die. An alle Einheiten! Plünderer überfallen das Revier! Lasst alles fallen und kommt sofort hierher! Ja, der Einsatz, der wird jetzt gemacht. Wir müssen die Plünderer kaputt schlagen. Sehr cool. Ja, und wie ihr ja sicherlich gemerkt habt, sind auch viele Projekte zurzeit auf Gamers Check LP wieder am Start. Und viele Sachen werden noch neu gestartet und viele Sachen pausiert. Und ja, das muss man ganz ehrlich sagen, dadurch Rivano mit seinem Internet so viele Probleme hatte, ist so viel zum Stillstand gekommen und auch so viele Projekte, wo andere auch mit dran denken, gerade Borderlands 2, was ja eigentlich von Sergeant Müller und von auch von Rivano und mir und von Gabax genau noch ist. Das bleibt halt stehen, weil das kann man halt eben nicht weiterzocken ohne Rivano. Ja, sonst leveln wir und das wäre ja blöd. Dann haben wir How to Survive zum Beispiel bei mir, weil Rivano ja da mitzockt. Das ist zwar ein Projekt, was nur bei mir läuft und Rivano nur mitspielt und nicht aufnimmt. Und ja, Star Wars wird sich auch was ändern und zwar werde ich noch eine Session aufnehmen. Vielleicht noch zwei Sessions, weil wir wollen da mit einem anderen YouTube-Kanal mal zusammenarbeiten und wollen da mal eine Session machen. Aber dann werde ich wahrscheinlich Star Wars erstmal auf Eis legen und dann immer, wenn neue DLCs kommen oder für den Season Pass Neuerscheinungen, dann immer mal aufnehmen. Bei Rivano wird das Ding weiterlaufen. Es wird also bloß ein Projekt auf Rivano. So, wir müssen Revierbelagerung. Und wie ihr jetzt seht, jetzt kann man hier auswählen, Schwierigkeitsgrad und kann Spieler suchen, um dann eben diese Belagerung zu spielen. Und wir haben uns, ich frage jetzt gerade eine Runde, ob wir normal oder schwer machen sollen. Normal ist halt einfache Schwierigkeit. Die Gegner passen zum Schwierigkeitsgrad des Einsatzes. Und schwer ist halt härtere Gegner und bessere Belohnungen. Ja, und das sieht man halt unten auch die Einsatzbelohnungen.
Und ja, wir haben uns entschieden für die Schwierigkeit schwer. Ich muss dazu sagen, die ganzen Let's Plays, die man so auf YouTube sieht, muss man sagen, die spielen das alle auf. Agent, bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Also man muss ja sagen, die spielen das alle auf normal. Ne? Feinde im Anmarsch. Feinde im Anmarsch, dann geht's auch schon los. Und aber wir haben uns vielleicht sogar entschieden, viele, viele andere Missionen auch in auf schwer zu spielen. Auf dem Dach. Ich glaube, die haben Granaten. Aber ist schon geil gemacht. Die roten Kreise, die man da sieht, das ist immer Granaten. Und wenn man Granaten geworfen hat, da sieht man dann den Umfang, wo die Granate Schaden macht. Beziehungsweise eben bei Blendgranaten, wo die Granate blendet, hier wird es, der rote Kreis. Und da müsst ihr euch schnell fortbewegen. Und die Gegner sind hier echt bescheuert. Die machen richtig, die nerven richtig mit ihren Granaten. Ja, und weichen halt auch schön Granaten aus. Ihr seht, ich bin gerade mit Schrotflinte unterwegs und wir sind wieder rot markiert. Und wer sich fragt, die grünen Energiebalken, das sind alles NPCs. Die helfen uns so ein bisschen mit. Und wie ihr auch seht, diese Gegner, die haben lilane Streifen über dem Kopf. Ein Agent in ihrem Team ist verletzt. Und Crazy Freak ist verletzt. Schnell retten. Ja, er hat natürlich erst vorgerannt. Das ist natürlich ein großer Fehler bei schweren Missionen. Nicht in Deckung zu gehen und vorzurennen. Aber er wird von Rivano gerade geheilt. Gut, das hat super funktioniert. Da werfe ich gerade eine Granate, ob die jetzt gut ankam. Hab ich leider nicht gesehen, weil ich schnell wegrennen musste. Ja, ich habe immer das Problem, dass ich die falsche Taste drücke. Ich drücke immer Kreis anstatt X, um mich zu verstecken, um beim Auto oder in Deckung zu gehen. Und dann hast du halt das Problem, dass du über das Auto drüber springst. Ja, crazy. Dann wieder vorne rum, ich bin vorne rum geturnt ohne Deckung. Ja, Deckungsschüler ist halt immer so eine Sache. Und hier musst du Deckung ausnutzen. Das ist ganz wichtig bei dem Spiel. Und ich meine, wir machen alle unsere Fehler schon hier am Anfang und was ich schon voraussagen kann, wir haben richtig zu knaubeln an der Mission. Ja, ja super. Schieße ich natürlich auf die Motorhaube. Ganz clever, lieber Onkel. Das hast du toll gemacht. Aber es ist schon ewig, das Spiel. Also es macht wirklich richtig Spaß. Ich hoffe, dass Ubisoft da noch richtig Gas gibt mit dem Spiel. Ja, die Gegner da oben sind richtig nervig. Wow. Oh, und jetzt bin ich am Arsch. Ja, wo sind die Leute? Da habe ich mich mal wieder auf einem Auto verkantet. Dann gehe ich rüber zu Rivano. Das ist aber das, was ich nicht verstehe. Warum geht Rivano nicht in Deckung und heilt mich dann? Nein, er stellt sich mitten hin und naja, das ist, kommt noch öfters mal. Über einen roten Kreisel, wir waren schon wieder von der Granate erwischt. Und Rivano am Boden. Aber irgendwie. Naja. Ich mach's gerade genauso. Ich verstecke mich nicht in dem Auto, sondern heile ihn. Ziemlich dumm ist. Ja, ich werde schon wieder von der Granate anvisiert. Okay, bei den Blendgranaten hat man eine verschwommene Sicht und so, aber das ist okay. Genau, hier hinten habe ich mich jetzt so ein bisschen verbuggt. Ich kam nicht mehr runter. Aber das nur zu unserem Vorteil, muss ich sagen. Jetzt habe ich mir gerade mal überlegt, komm, Schrotflinte, kannst du das bringen? Wir wechseln jetzt mal auf MG, weil die Gegner müssen ja weggeholt werden da oben. Das geht nun mal nur mit Distanzschüssen. Den Schrotflinte ist nun mal nicht für Distanz ausgelegt. Dann habe ich mir gedacht, bin ich mal lieber eine MG. Also eine MP, so. Ja, da hinten haben wir eigentlich eine gute Stelle, weil irgendwie ist die nicht im Spielfeld für die KI markiert und ja, irgendwie kriegen wir nicht das mit entschieden oder nicht. Das ist eine sehr geile Stelle. Durch ja Verbuggtheit mitbekommen habe. Zack. Ja, der erste Weg da oben. Aber die halten richtig viel aus. Genau.
Bam, wechseln sie. So. Brooklyn Zentrale. Ja, hier, seht ihr, ich komme nicht weg. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Heiliger Scheiß. Ich muss mehr auf die Striche achten, die nach oben gehen, weil hier hinten seht ihr es bei dem Police-Auto, da ist ein Strich nach oben und ich schaff's nicht. Ach doch, ich laufe hin. Gut, okay, ich schaff's doch. Nee, schaff's nicht. Wieder. Und lauf wieder weg. Wir schlagen uns ganz gut da draußen. Erste Hilfe. Ja, jetzt geht's los. Jetzt kommt die richtige Phase. Aber man muss ehrlich sagen, auf die KI darf man sich nicht verlassen. Jetzt habe ich auf der Karte gesehen, dass dort was ist. Da zog ich schnell. Ja, aber man darf sich auf jeden Fall auf die KI hier nicht verlassen. Die ist ein bisschen dumm, muss man schon sagen. Ja, war das jetzt? War das Rivana oder war das Crazy? Ach, waren beide. Hm, okay. Ja, Mittelmänner. Bam. Ja, noch läuft alles super. Sehr schön. Ich bin fast nicht hochgegangen, deswegen war das so gebrannt. Ja, ich, was wir jetzt auch ganz neu angefangen haben, ist Star Trek Online. Aber, ja, wir haben jetzt, wie gesagt, angezockt gemacht. Also, wie gesagt, weil ich das im Let's Play halt eben sage, aber zumindest im angezockt. Und haben uns dann eben wegen dem, ja, weil es cool ist und weil die Truppe gestimmt hat. Wir haben das mit dem Hardscope HD gezockt. Ein anderer YouTube-Kanal. Und den haben wir neu kennengelernt, beziehungsweise hat den Rivano kennengelernt durch seine Partnerschaft mit TGN. Und ja, da hat er den kennengelernt und... Autsch! Und hatten wir das Let's Play, beziehungsweise uns angezockt eingeladen. Das Spiel hat uns ziemlich gut gefallen und die Gruppierung hat auch gepasst, gerade mit dem Typ. Hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen, mit dem Typ, den ein bisschen abwerben, weil so meine ich das natürlich nicht. Netter Kerl. Hardscope HD, Mr. Hardscope HD. Könnt ihr ja mal drauf gucken auf dem Kanal. Und ja, es kommt aber bei euch nicht so gut an. Ich gucke mir das jetzt noch ein paar Tage an. Ja, wollt jetzt zwar ein Let's Play draus machen. Ich würde einmal die Woche kommen, mittwochs. 14 Uhr. Aber. Ja, ich habe ein bisschen Probleme mit Granaten zu zielen. Ja, da wollen wir halt ein Let's Play draus machen, weil es eigentlich ganz cool ist, aber ich sehe, es wird überhaupt nicht aufgerufen. Es wird überhaupt nicht irgendwie... Es wird keine Seite Star Trek. Von daher weiß ich nicht, ich schaue mir das noch ein bisschen an. Und dann wird vielleicht dieses Let's Play auch nur bei Rivano weiterlaufen. Oder bei Hardscope HD halt. Ich bin da noch am überlegen, weil wenn es wirklich keine Sau interessiert oder sowas, dann brauche ich es nicht aufzunehmen. Für mich ist die Devise, wenigstens mal eine Person soll es angucken und bis jetzt haben es Hardscope HD und Rivano angeguckt. Wenn ich irgendwie ein bisschen, ne? Ihr könnt ja mal drauf gucken, vielleicht gefällt euch ja mal ein Kommentar oder dann. Das könnt ihr sowieso immer. Ja, die Typen hier oben gehen einfach richtig auf die Nerven. Und ich komme noch nicht so ganz mit den Granatenzielen her. Hin. Hier ist grüner Loot. Au! Ah, bin am Arsch. Ich wurde angeschossen. Ja, Rivano ist am Arsch. Jetzt bleibt nur noch Crazy. Wo ist Crazy? Rivano klettert schon mal hinter. Ja, Crazy rennt in die falsche Richtung, aber doch abgeknallt. Ja, und so sieht's aus und das war's auch dann erstmal für unser Leben sozusagen. Dass wir jetzt alle natürlich gestorben sind oder am Boden rumkrabbeln, kann uns keiner mehr wiederbeleben. Und wir werden sterben. Crazy Freak ist tot. Ich bin tot. Rivano ist tot. Jetzt müssen wir halt die 20 Sekunden abwarten. Und somit startet die Mission wieder von vorn, oder? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir sehen es im nächsten Part. Denn jetzt wird der Part hier gleich beendet. Auf jeden Fall, ich hoffe, die Nachvertonung hat euch gefallen. Ich kann es natürlich jetzt so nachvertonen, als wäre ich im Spiel. Das wäre ja Schwachsinn, weil die anderen zwei ja auch dabei sind. Deswegen habe ich gedacht, ich mache eine ganz normale Nachvertonung. Quatsch einfach ein bisschen drüber. War auf jeden Fall bis jetzt, bis zum Part 3,
ein richtig geiles, gelungenes Spiel. Brooklyn-Zentrale. Ich glaube, das kam schon der Spruch. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt. Aber alle Eingänge sind blockiert. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr diesen Part geschaut habt. Abo da lassen wäre super klasse. Und guckt auch mal bei dem Crazy Freak vorbei. Und bei dem Nirvana LP. Link unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann wieder im richtigen Ton. Bis dahin. Tschüss.